da in die Berge gefahren und haben da gerade übernachtet. Es ist recht kühl geworden, aber das macht nichts, weil heute gehen wir in heiße Quellen baden. Jetzt ist es Zeit zum Weiterfahren, weil als nächstes kommt noch mal ein grosses Highlight, das wir nicht verpassen in Mexiko. Stutz pro Liter, kannst du nichts sagen. Schönen guten Morgen miteinander. Mexikaner und ihre lauten Geschirr. Es muss einfach keinen Auspuff dran haben. Dann ist gut. Wir haben jetzt gerade einen wunderbaren Morgen verwünscht. Es ist zwar recht kühl, zuerst ist es um die 0 Grad. Wir sind jetzt hier an diesem Übernachtungsspot und am Morgen sind jetzt hier alle Heißluftballons gestiegen und vor uns durchgegangen. Wunderschön gsi und jetzt sind wir zum Morgenessen und machen uns dann bereit, um die grosse Maya-Stätte hier anzuschauen. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Die riesige Stadt ist von den Mayas bewohnt worden und hat ihre Blütezeit zwischen 100 und 650 nach Christus gehabt. Damals war die Stadt über 20 Quadratkilometer gross und ein Grossteil ist noch gar nicht ausgegraben. Also nur ein kleiner Teil ist bis jetzt ersichtlich. Man weiss es nicht, warum diese Stadt damals verlassen worden ist.
Was man aber weiss, ist, dass ein paar Jahrhunderte später die Azteken die Ruinen stattgefunden haben und sich wieder hier angesiedelt haben. Es ist echt faszinierend, die vielen grossen Pyramiden und Tempel zu sehen. Es war mit Abstand die grösste Stadt zu dieser Zeit und hat womöglich bis zu 200'000 Einwohner gehabt. Wir lassen die grösste Stadt von Mexiko im heutigen Zeitalter aus, nämlich Mexiko-Stadt, und gehen weiter Richtung Oaxaca. Dort kommen nämlich unsere Päckchen an. Aber bis dorthin heisst es fahren, fahren, fahren. Das ganze Fahren in Mexiko ist ein bisschen abenteuerlicher als das, was wir bis jetzt gekannt haben. Du hast zum Beispiel, also die Strassen sind erstens mal einfach enger, geht so durch die Städte und durch die Dörfli durch. Du hast mega viel Abfall links und rechts an der Strasse halt, einfach wirklich viel. Dann hast du halt dort irgendwelche Toppes, die musst du abbremsen, und die kommen aus dem Nichts, sind teils wieder angeschrieben. Und wenn du die übersehst, dann reisst es dir fast die ganze Achse ab. Ein Toppe ist so eine Geschwindigkeitsschwelle, Temposchwelle in dem Sinn, aber einfach immer brutal. Und was natürlich auch ist, es ist schlecht signalisiert, vor allem so Baustellen oder Fahrbahnwechsel. Das Zeug ist schon angeschrieben, so für wo du her willst, Destinationen, aber der Rest, das ist sehr spärlich angeschrieben. Zum Beispiel eine Baustelle, da kommt einfach eine Baustelle, da steht auf einmal einfach ein Bagger dort und keiner sagt etwas, du musst selber schauen. Allgemein angesagt, viel mehr schauen. Aber es macht Spass, du kannst dir auch sehr viel erlauben. Es ist uns auch schon zwei, drei Mal passiert, wir haben mal die Einbahn gefahren. Und die Leute sind mega, mega geduldig und kein Problem. Sie hupen selten, wenn du einen Fehler machst oder irgendetwas. Die warten einfach, bis du wieder da bist, wo du hergehörst. Und ja, es ist nicht so, dass du dann voll angeflucht oder zusammengeschissen wirst. Das ist mega ab. Wir sind heute auf Oaxaca gefahren. Wir wollen hier die Stadt erkunden. Es waren etwa 350 km, 4 Stunden gedauert. Wir haben aber Tollroads genommen, um zu zahlen, weil die sind einfach ein bisschen schneller. Weil sonst hätten wir haben das mal gezählt, 67 Toppes auf 41 km, was Wahnsinn ist. Also über 100 Meter hast du einen Toppe und musst voll abbremsen auf etwa 10 km/h. Das ist mega mühsam. Hauptgrund, warum wir da sind, ist ein recht bekannter RV Park für Overlander. Es hat einen Pool, es hat einen Spielplatz für die Kinder. Und der Hauptgrund ist, wir haben Amazon-Pack wieder hergestellt. Wir warten auf zwei andere, aber das sollte eigentlich den nächsten Tag kommen. Das heisst, wir werden noch einen Moment da sein. In dieser Zeit werden wir dafür Oaxaca erkunden und das kommt hoffentlich ganz gut. Hauptgrund. Oh, voll der Sonne ist scheiße.